Hallihallo und willkommen bei Alles furchtbar kommentiert. Eine neue Folge, ein neues Spiel oder eine neue Simulation. Es geht wieder auf die Rennstrecke, wie ihr seht. Ich habe mich entschlossen, einmal iRacing anzutesten. Ich bin ja sowieso, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ein großer Racing-Fan. Ja, was ihr hier gerade seht, ist, wie ich da meine allerersten Testrunden mehr oder weniger drehe. In der Rookie-Klasse. Das ist so die initiale Klasse, die man halt anfänglich ohne Investition fahren kann. Ist der Mazda MX-5 Cup. Relativ, ja, ich sage mal, relativ gutes Anfängerauto. Der Rookie Cup kommt komplett ohne Setups aus. Das heißt, alles fährt mit dem gleichen Auto, mit den gleichen Einstellungen. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, so in mein erstes Rennen rein, und wünsche euch dabei viel Spaß. Und je nachdem, wie gut es ankommt, wird es da in Zukunft mehr oder weniger Content von geben. Jo, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Side's clear. Left side, clear left. Car right. Right side's clear. Side. Hold your line, clear left. Daniel, keep doing what you're doing. This is spot on. E4. Don't let this guy intimidate you.
6. That lap was at 107.48. Clear right. Has just done it, 105.13. B3, sector 1 is 1.5 off the base. Okay, Daniel, don't let this guy distract you. 5 minutes to go. This is good. We'll be on the podium if we can keep it together. That's half distance. Fuel levels are fine. Time was 105, car left, clear left. That's a new fastest lap for Lloyd, 105.00. That was at 105.68.
6.6. Is leading the race. You've just done a 105.92. Okay, Daniel, the next car is Lloyd. Seven. Okay, it's over.